Ja, gestern war ein unendlich trauriger Tag, weil der kleine Ishmael, ein Kater, den ich ganz, ganz doll lieb gehabt habe, gestorben ist. Und ich merke auch jetzt noch, dass meine Stimme ruhig ist und ich selber allerdings auch ruhiger bin als gestern. Gestern habe ich mehr so, ich habe gestern total viel geweint und ich glaube, meine Augen sehen auch immer noch nicht so ganz, ganz ruhig und toll aus, aber das ist auch egal. Denn ich möchte mit diesem Video einfach mal so ein bisschen darüber aufklären oder auch die Gefühle beschreiben, die einfach bei einem Todesfall da sind und die vollkommen normal sind. Und ich glaube, die sind immer noch bei uns so oft verboten oder werden nicht richtig gelebt. Und dabei finde ich das so wichtig, dass wir das einfach können, dass wir diesen Schmerz, der da ist, verarbeiten. Und dass wir einfach das geliebte Tier oder auch den geliebten Menschen einfach gehen lassen können. So, dass es heilsam ist und dass wir eben nicht noch Monate, vielleicht sogar Jahre lang daran hängen. Klar, dass wir immer wieder mal dran denken, ist vollkommen normal. Das steht auch überhaupt nicht zur Debatte, ne? Ja, und ich habe mir jetzt hier kein Konzept erstellt. Und deswegen werde ich auch zwischendurch bestimmt mal nachdenken. Und ich möchte einfach ein bisschen so erzählen, wie es gestern so war. Also, er ist gestorben, morgens um 6. Und dann habe ich ihn erstmal, weil halt mein Freund noch da war, ihn da, der lag halt da, das ist seine Katze übrigens, das war nicht mein Kater, aber ich glaube, darum geht es auch überhaupt nicht, weil ich einfach so viel Zeit mit dem verbracht habe, dass. Ja, und ich habe den halt am Schluss dann auch aufs Klo getragen, weil er das nicht mehr richtig konnte oder mich einfach viel mit dem beschäftigt. Und er war halt immer um mich herum, weil ich halt dann zu Hause war. Ja, und nachdem er dann gestorben war, habe ich ihn erstmal, da war ich nicht alleine. Das war das Erste. Also ich habe es dann irgendwo wahrgenommen, ich habe mitbekommen, wie halt dann erst die ganzen Muskeln entspannter wurden, so die Pfoten und so, dass es alles total, total locker war. Ganz interessant. Und auch wie sich die Augen so geweitet haben, also wie einfach die Iris, was ja der Ringmuskel ist, ne, wie sich das auch entspannt hat. Und dann waren die Augen einfach nur noch ganz schwarz. So wie bei uns auch, ne, in der Mitte. Eben die Pupille ist. Naja, so und auf jeden Fall habe ich dann natürlich schon diesen Schmerz gespürt, aber ich konnte ihn nicht richtig rauslassen. Das ist was ich immer noch habe, also Schwierigkeiten, etwas loszulassen, beziehungsweise andere es merken zu lassen, wenn es mir nicht gut geht. Und ja, und als er dann weg war, also mein Freund, da habe ich dann richtig loslassen können. Das war gut. Da habe ich einfach richtig weinen können. So richtig, richtig, richtig. Und das hat auch immer wieder gestern im Laufe des Tages so angehalten. Auch heute Morgen schon wieder, ne? Also ist jetzt nicht vorbei. Ich habe auch dann nochmal nachgelesen, wie das einfach so ist mit der Totenstarre und wenn die einsetzt. Und das habe ich dann halt auch erlebt, ne? So nach circa, weiß ich nicht, 2,5, 3 Stunden, dass dann der Körper deutlich steifer wurde und ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch ein bisschen nachgelesen, wie das so mit der Verwesung ist, dass die halt eben nicht am ersten Tag unbedingt einsetzt in dieser Form. Und so wie ich es verstanden habe, ist es auch nicht gefährlich. So. Deswegen habe ich ihn dann einfach irgendwann zu mir geholt, nach oben geholt und habe. Und einfach, ich brauchte das nochmal, dass er nochmal so neben mir liegt, wie früher. Einfach, um es nochmal ein Stück mehr nochmal zu erleben, aber eben auch zu erleben, dass er sich halt nicht mehr bewegt, ne? Dass da gar nichts mehr ist. Und dann passierten immer wieder, und das habe ich auch jetzt noch, so Phasen, kurze Situationen, wenn ich den so angeguckt habe, dass ich so das Gefühl hatte, als würden sich noch die Augen, nicht die Augen, als würde sich das Fell noch heben und senken. Doch wenn ich ihn berührt habe, dass ich das Gefühl hatte, dass sein Herz noch schlägt oder dass sich das hebt oder senkt.
Und da aber die Totenstarre eingesetzt hatte, konnte das eigentlich nicht sein. Oh, das hat mich total fertig gemacht und das hat mir auch nachts ein bisschen den Schlaf geraubt. Ne? Ja. Und was auch interessant war, ist, dass ich einfach kein Interesse hatte, groß zu reden. Darüber groß zu sprechen. Ja, na gut, jetzt ist natürlich auch, ich bin hier in Kanada, auf Englisch das auszudrücken, ist schwieriger. Ich habe mich dann allerdings noch mit einer ganz, ganz engen Freundin getroffen und da haben wir das kurz angesprochen, aber konnten auch wenigstens auf andere Themen kommen und das war ganz gut so. Denn es ist ja auch belastend, ne? Diese Weinerei, das ist einfach anstrengend, das darf man echt nicht vergessen. Ja, und dann habe ich noch so ein paar, ein bisschen was gestern gearbeitet hier, ein paar Coaching-Einheiten so erstellt. Und das ist natürlich auch schön, wenn ich dann ein bisschen auf andere Gedanken komme. Und das möchte ich auch dir so mit als Tipp auf den Weg geben, ne? Wenn du gerade jemanden verloren hast oder das vielleicht auch demnächst passiert, Ablenkung ist durchaus nicht nur legitim, sondern es ist vollkommen in Ordnung. Also es ist halt auch gesund, ne? Ja. Und was ich nicht weiß, ist, inwiefern ich es jetzt gut finde, wenn er heute schon beerdigt wird. Also so nach gut 24 Stunden. Ich denke, es macht es auf der einen Seite nochmal leichter, so zu wissen, ja, er ist jetzt gegangen. Es ist wieder so dieses, und das war auch vor dem Tod schon so, dieses Gefühl, boah, was passiert, wenn der stirbt? Wie wird das sein? Bin ich dann alleine? Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Haustier oder auch ein Mensch gestorben ist. Ich war nie dabei. Und ich hatte tierisch Schiss davor. Und dann letztlich, es war gar nicht so schlimm, ne? Also, gut, ich war jetzt echt nicht alleine, das war wichtig. Und ich war auch nur am Schluss da. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich habe es nur bedingt mitbekommen. Ja. Welcher Gedanke war mir denn gerade noch gekommen? Also ich merke auch jetzt noch, dass es mir schon schwerfällt, noch zu reden. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich vielleicht auch ganz, ganz hilfreich. Ich hoffe einfach, dass dieses Video anderen Menschen einfach ein Stück auch hilft in ihrer Trauerverarbeitung. Das ist eigentlich so mein Hauptanliegen. Ja, ich fühle mich auch ziemlich schlapp, ziemlich ausgelaugt, ausgepowert. Was natürlich gut ist, ich habe noch mein liebes Kätzchen, die Snowflake. Und ja, die ist viel um mich rum. Nicht super nah, teilweise, aber nicht so wirklich unbedingt. Auf der anderen Seite, heute Nacht, da gab es so diese eine Situation, als ich halt im Bett lag und sie so neben mir und also auf ihrer Decke und sie mir dann ihre Pfoten in die Hand gab. Also hier so die Handinnenfläche mit ihren Pfoten gefüllt hat. Und das finde ich erstmal, die Handinnenflächen sind für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die gefüllt sind, dann spüre ich schon mal auch mich erfüllter. Und da habe ich dann nochmal ganz klar gemerkt, yo, ich entscheide mich für die Lebenden. Also ja, der kleine Ischi ist tot und das ist schwer, aber ich entscheide mich für die Lebenden und kann einfach nur weiterleben. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, denke ich. Das hat mein Vater damals vor 30 Jahren erlebt, als seine Mutter gestorben ist, dass sie sagte, ey, halt mich nicht fest, ich will, dass du noch weiterlebst. Ja. So, und das war auch noch was anderes. Ich habe ihn dann immer wieder schon berührt, ne? Und ich hatte auch interessanterweise überhaupt keine Scheu, trotz der ganzen Glaubenssätze von früher. So, ne, Tote berührt man nicht und es kann gefährlich sein, das kann dich vergiften. Und ja, das mag vielleicht sein, nach einer Weile, wenn eine offene Wunde da ist bei dir oder so. Ja, aber prinzipiell, mir hat es sehr geholfen, ihn einfach immer wieder noch auch auf den Arm zu nehmen oder zu ganz viel zu streicheln oder meine Hand auf seinen Bauch noch zu legen oder so. Was übrigens interessant war, der Bauch war so der Bereich, der immer noch weicher war. Auch nachdem ich so gelesen habe,
gar nicht unbedingt so typisch, glaube ich. Kann ich nicht sagen. Es war ein äußerst schlanker Kater und die Muskeln werden starr, ne? Nicht die Haut. Vielleicht war da mehr Haut noch. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall dann so meine Hand dann auf ihm liegen zu haben und zu merken, jo, der ist eisekalt und meine Hand wurde richtig kalt. Und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, okay, nee, es ist wichtig, ich entscheide mich für die Lebenden. Das war auch nochmal so ein Aspekt. Ja. Es wird ruhig. Es ist ruhig in mir. Und ich glaube, es ist für mich in Ordnung, wenn er jetzt nach wahrscheinlich ungefähr 24, 30, 36 Stunden maximal beerdigt wird. Ich glaube, es ist gut. Aber es war für mich auch extrem wichtig. Und deswegen kann ich auch so diese Totenwache in verschiedenen Kulturen so gut verstehen, dass noch immer wieder zu dem Verstorbenen hinzugehen. Einfach zu sehen, jo, er ist noch, der Körper ist da, aber es ist eben nicht die Seele. Es ist kein Leben mehr da drin. Und, aber er war da. Also für den Loslassens- und Loslösungsprozess ist es für mich ganz, ganz wichtig gewesen. Und den habe ich auch sehr, sehr ausführlich erlebt. Ja. Was ich ein Stück weit natürlich auch hoffe, ist, dass er so ein bisschen die, das, was ich früher als Kind nicht so erlebt habe, diese Trauerphasen, die noch ein Stück weit damit auch aufzulösen. Und da ich selbst auch relativ viel im Moment mit Familienaufstellung mache, vielleicht sogar noch was auflösen zu können aus dem Leben vorher. Also aus dem, was uns halt mir, meine Ahnen ja, vererbt haben. Also Trauerphasen, die sie nicht erleben konnten und solche Sachen. Joa, was denn noch? Also ich glaube, was mir nochmal wichtig ist, ist zu betonen, und das hat mich überrascht, dass es nicht seltsam ist, nicht eklig ist, sondern ganz natürlich sich anfühlt, diesen toten Körper zu berühren oder auch hochzuheben. Das war übrigens auch interessant. Ich habe das Gefühl, als hätte der Körper im Tod zugenommen. Das kann ich nicht erklären, das kann ich auch nicht wirklich belegen. Vielleicht auch durch die Steifheit, aber es ist sehr, sehr eindeutig. Ja. Und zum Berühren, dadurch, dass er ja jetzt auch so steif ist, ist so dieses, eine Katze zu kraulen, ne? Das ist dieses, so unter das Kinn und so zu gehen. Und dieses Mitgehen, was ich halt auch immer erlebt habe, das ist natürlich nicht mehr da. Und der Körper an sich fühlt sich an der Stelle, am Kopf vor allem, ganz, ganz anders an. Ja. Wie soll ich das denn beschreiben? Es ist einfach, ja, es ist ein Stück weit wie ein kalter Teddybär, ne? Also eigentlich so ein bisschen wie die tote Katze. Nein, es war keine tote Katze. Wie die rote Katze. Ich habe, als ich 10 Jahre war, mir immer ein Haustier gewünscht, ne? Oder auch vorher. Und habe dann eine rote, steife, das kann man noch nicht mal Stofftier bezeichnen. Na klar, es war mit irgendeinem Stoff überzogen, bekommen, die. Ja, aber genauso hat sich's angefühlt. So dieses, ja, es ist einfach leblos. Gut, so, ich möchte das Video jetzt gar nicht viel länger machen. Ich möchte einfach zeigen, ja, wie der Trauerprozess jetzt auch bei mir so ein bisschen weitergeht. Ich habe halt viel ins Tagebuch geschrieben und das hat mir nochmal sehr geholfen. Und ja, wie gesagt, mit der Freundin zu sprechen und auch zu merken, ja, ich bin vollkommen angenommen. Okay, also, ich denke, ich werde noch ein weiteres Video in den nächsten Tagen aufnehmen. Und für dich, wenn du gerade auch vielleicht einen Trauerfall erlebt hast, dann wünsche ich dir alles, alles Gute und dass
du deine Gefühle wahrnehmen kannst, dass du sie spüren kannst, dass das tiefe Weinen, das da ist, einfach raus darf. Und ich wünsche dir auch, dass du gehalten bist, also emotional, aber auch körperlich. Dass da Menschen sind, die dich in den Arm nehmen, beziehungsweise dir den Rücken stärken. Und ja, und einfach Menschen, die sagen, jo, hey, wir sind für dich da. Nun, alles Liebe und bis dann. Deine Astrid Marie.